Rezensionen, Emotionen, Videos bloggen und mal loggen. Seit 10 Jahren spielen Narren, lebt dreimal hoch, klicken abend. Hallo Klickenabendler, wir sind bei Eagle Griffin Games. Neben mir ist Dominik Christa. Hi. Hi, grüß dich. Du bist seit Jahren, glaube ich, involviert bei dem Verlag. Ziemlich lange schon, ja. Und? Auf jeden Fall. Wie lange genau? Haben wir letztens noch überlegt, ich weiß aber auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Immer wieder treffen wir dich und genau. Auch dieses Jahr. Ihr habt wieder einige Neuheiten. Wir haben einige Neuheiten, vielleicht kurz zu Anfang. Wir haben die von Vital Lacerda, hatten wir letztes Jahr schon The Gallerist relativ erfolgreich gemacht. Dieses Jahr haben wir Vinyos mit ihm zusammen gemacht, eine Neuauflage. Die Deluxe. Die Deluxe, genau. Da gibt es auch sehr viele Erweiterungen zu. Die wird aber in Kooperation mit der Spieleschmiede auch gemacht. Also die wird auch auf Deutsch dann in einer gewissen Stückzahl erscheinen. Es wird auch ein Kit geben. Von daher möchte ich jetzt gar nicht so sehr auf dieses Spiel eingehen, sondern vor allem auf die 3 Neuheiten, die genuine Neuheiten für uns auf der Messe sozusagen sind, auf 3 große. Außerdem kennt man den Namen auf diesen Schachteln auch, weil Glenn Drover ist kein unbekannter Name. Ich meine, er hat zum Beispiel Age of Empires gemacht. Age of Empires, vor allem alle Eagle Games natürlich im Ursprung. Also Railways of the World, da war der mit dran beteiligt und so weiter. Sehr viele verschiedene Sachen. War bis gestern auch hier. Okay, cool. Ich glaube, wir haben noch gar nicht interviewt. Das müssen wir mal nachholen. Das machen wir nächstes Mal, genau. Okay, was haben wir als Spiele von Ihnen da? Also wir haben als Spiele von Glenn, letztes Jahr war das Age of Empires, wie du gerade schon gesagt hast, von Glenn. Und dieses Jahr haben wir vor allem das Galactic Rebellion gemacht. Und das Galactic Rebellion ist ein gutes Spiel, das ist vom Mechanismus her ähnlich dem Age of Empires. Also und auch Worker Placement. Auch Worker Placement, auch wieder so schön übersichtlich wie bei dem Age of Empires. Und diesmal thematisch im Weltraum angesiedelt. Wir haben jetzt eben nicht mehr den historischen Hintergrund, sondern den Weltraumhintergrund. Tatsächlich ist der Hintergrund der, dass die Spieler Anführer einer Rebellengruppe sind und gegen das Imperium kämpfen. Das mag uns jetzt bekannt vorkommen, ist aber lizenzfrei. Und diesmal habt ihr euch auch nicht lumpen lassen und habt gleich die Erweiterung mitproduziert. Wir haben die Erweiterung direkt diesmal mitproduziert, genau gesagt eine große Erweiterung, eine kleinere. Und hier vorne ist eben das Spiel auch amerikanischer Verlag, großes Brett muss sein. Genau. Verkauft sich am besten. Also nichts warten auf Deluxe, ist schon Deluxe. Genau, ist schon Deluxe, muss so sein. Auf unser Material sind wir qualitativ eh stolz, auch was die Schachteln angeht und so weiter, das ganze Design. Und dementsprechend verkaufen wir es diesmal als Gesamtpaket. Hier haben wir das Spielmaterial, liegt offen vor uns aus. Ganz viele Miniaturen sind drauf und verschiedene Planeten. Genau. Erzähl uns doch mal so ein bisschen die Basis, wie es funktioniert. Also die Basis, wie es funktioniert, kurz gesagt, ihr seht hier vielleicht die wesentlichen Unterschiede zum Age of Empires, denke ich. Wie bei Age of Empires eben auch. Plan 2 geteilt. Genau, Plan 2 geteilt. Einmal die Ereignisfelder, einmal der eigentliche Spielplan, die Planeten an sich eben halt. Es geht im Prinzip darum, möglichst viele Siegpunkte zu erzielen, möglichst wenig überraschenderweise. Die Siegpunkte gibt es jeweils am Ende der 3 Epochen. Das Spiel geht also über insgesamt 8 Runden. Siegpunkte gibt es jeweils für die Mehrheiten auf den Planeten, wie man hier sehen kann. Immer unterschiedlich, weil es Marker sind. Genau, wird auch jedes Mal neu verteilt, um dann eben halt das auch flexibel zu gestalten. Und für den Galaktischen Senat, den wir hier unten finden. Das Spiel funktioniert eigentlich relativ einfach vom Grund her. Deswegen hat man auch schön viel Zeit, Strategien auszuarbeiten. Ihr kriegt jede Runde, jeder Spieler natürlich Worker. In seiner Farbe, genau, Worker, 5 Stück jede Runde. Und die dürfen dann bei den Ereignisfeldern eingesetzt werden. Wie bei Age of Empires gibt es auch anscheinend spezielle Worker, die wahrscheinlich wieder eine Sonderfähigkeit haben. Das haben wir hier unten wieder. Wie gesagt, man setzt wieder auf den planetaren Einfluss. Man setzt für die Handelsgüter, die wiederum Geld generieren. Dann haben wir die Geheimoperationen, die diesmal etwas stärker sind und auch mehr Siegpunkte bringen als bei Age of Empires. Und ihr habt noch hier die Erforschung, die kennt man schon aus dem Empires eben auch. Kriegführung ist hier auch möglich. Hier bildet eine Besonderheit, dass man auch gegen das Imperium kämpfen muss. Das erkläre ich gleich noch kurz. Ihr habt die Spezialisten, wie du schon richtig vermutest. Und neu, ganz neu ist auch der Galaktische Senat. Das heißt, hier setzt man seine Arbeiter ein, immer ein, 5 hintereinander. Genau. Und die Spezialisten kann man in der nächsten Runde zusätzlich verwenden, zu den 5 Figuren. Das heißt, und wie es so üblich ist, man hat immer zu wenig Arbeiter. Man hat immer zu wenig Arbeiter, vollkommen richtig. Und hierbei braucht man wirklich viele, weil wie gesagt, das Spiel, der wesentliche Unterschied ist, man spielt nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen das Spiel. Okay. Und das macht das Ganze interessant. Ich habe es beim ersten Mal, als ich es gespielt habe, falsch gespielt, weil ich es wie Age of Empires gespielt habe. Und das funktioniert nicht. Es geht nämlich hier darum, wir sehen schon hier diese schwarzen Herren. Das sind die Bösen, das generell die Bösen, gegen alle? Diese Wächter, genau, die sind gegen alle. Und das ist das Imperium. Und das Imperium, gegen das müssen wir vor allem am Ende kämpfen des Spiels. In so einer All-Out-Schlacht im Prinzip. Und die gehen immer auf die Partei, die am meisten Leute auf dem Planeten eben halt hat.
Okay. Und darauf muss man sich tatsächlich vorbereiten. Das Imperium ist ziemlich streng, stark, Entschuldigung. Das funktioniert auch ein bisschen anders als bei dem Empires. Und zwar gibt es diese Militärwissenschaftswürfel, nenne ich einfach. Und davon gibt es 5 Stück. Das Imperium ist 5 stark. Die wirft man in den Beutel, die Spieler fangen mit 3 an und dann zieht man die hinterher raus. Mhm. Und dementsprechend ist das Kampfsystem halt. Man muss sich also schon auch aufrüsten während des Spiels, was jetzt bei dem Empires nicht so eine Rolle spielte, um hinter diesem Kampf bestehen zu können. Gleichzeitig kann man mit vielen kleinen Stellschrauben aber auch dafür sorgen, schön ist zum Beispiel auch, wenn man selber nicht der Stärkste auf dem Planeten ist, also oder mit der Mehrheit, sondern jemand anders, der schwächer ist als die Mehrheit hat, weil dann die Bösen sozusagen den erstmal wegmeucheln. Ja, das ist auch nicht unpraktisch und man kriegt dann selber die Punkte, wenn man die Bösen besiegen kann, ohne auf Mehrheiten gespielt zu haben. Spiel selbst ist schon extrem variabel. Ich meine, das war es ja bei Age of Discovery bzw. Age of Empires auch, weil ihr habt ja verschiedene Karten drin, die kommen immer verschieden, die Elemente werden immer vertauscht. Aber es kommt garantiert noch mehr Variabilität rein durch die Erweiterung. Genau. Die Erweiterung kommt auch, da sind mehrere neue Elemente drin. Ich habe hier auch noch gerade eine offen. In der Erweiterung gibt es natürlich die schönen Münzen, die jetzt vor allem optisch wichtig sind, aber auch sehr schön. Ihr habt hier vor allem dann noch einen Zusatzspieler mit drin. Also kann man es dann mit bis zu 6 oder so? Genau. Für die, imperialen Aktionen eine Ablagekarte. Und ihr habt dann eben noch solche neuen Ablagebretter vor allem auch, die da mit 3 sind. Das heißt, man kann es auch noch sehen und man kann hier die Sachen draufstellen. Das ist vor allem Upgrade, was ja auch schon in der KS-Version drin gewesen ist. Also das Material wird deluxiöser, man hat einen Mitspieler mehr. Und, ja, ganz genau. Das ist vor allem das Wesentliche. Variabilität gibt es vor allem durch diesen schönen galaktischen Senat, den finde ich hervorragend. Der galaktische Senat, da geht es nicht nur um Mehrheitenbildung. Also man kriegt dafür auch Siegpunkte für die Mehrheit am Ende der Epochen, aber im galaktischen Senat gibt es diese Gesetze, die jede Runde zur Abstimmung stehen. Und um die Gesetze bietet man mit den Figuren hier drin. Das heißt, und die sind schon zum Teil extrem stark, gerade wenn es darum geht, das Imperium zu schwächen oder andere Spieler zu schwächen oder auch zu stärken, macht das durchaus Sinn, hier mitzuspielen. Und wer da halt die Mehrheit drin hat, der darf entscheiden. Nicht wer die Mehrheit um nicht hat, sondern wer die meisten Figuren bietet. Das kann natürlich taktisch ausnutzen. Okay. Deswegen ist auch die Spielerreihenfolge wichtig und so weiter, also der Initiativewert. Das ist eben das wieder, was wir auch schon bei Age of Empires hatten. Ganz viele kleine Schrauben, an denen man letztendlich stellen und drehen kann. Und dementsprechend sind die Sachen miteinander verknüpft. Wobei das natürlich wieder mit einer hohen Übersichtlichkeit verbunden ist. Und das Spiel, denke ich, schon sehr spielenswert macht. Große Verpackung, viel Material. Was kostet denn das, der ganze Spaß? Wir liegen, jetzt haben wir auf dem Messepreis, hatten wir jetzt bei 90 Euro steht 90 hier, glaube ich. Genau. Das ist das Age of Discovery. 90 Euro genau ist das Spiel. Für 40 die Erweiterung. Den Handelsendpreis weiß ich noch nicht so genau. Der wird in dem Bereich auch liegen. Aber es ist halt auch viel drin. Ja. Und wir haben Import und so weiter. Von daher. Klar. Muss man gucken, was aufgeht. Gut. Dann vielen Dank für die Vorstellung. Ja, gerne. Rezensionen, Emotionen, Videos bloggen und mal loggen. Seit 10 Jahren spielen Narren. Lebt dreimal hoch. Klicken, abonnieren.